Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden jetzt gemeinsam in Dragon's Dogma 2 reinzocken. Solltet ihr Bock haben nach dem Video auf mehr, lasst es mich unbedingt wissen, liken, kommentieren, dann weiß ich Bescheid und es unterstützt natürlich auch gleichzeitig sehr, sehr stark das Video und den Kanal. Vielen Dank dafür. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Klasse ihr bevorzugen würdet. Es gibt da einige zur Auswahl und ich würde sagen, wir starten durch. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! On a guess, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Who is it? Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Okay, Freunde. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward.
Okay, also, du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen deines Charakters von Grund auf anzupassen. Wir nehmen den mit der Kapuze. Okay. Wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du Anpassen wählst. Einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Okay. Wir nehmen Mensch. Basiskörper. Ich denke mal. Ich muss mal schauen. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe das nämlich noch nicht. Denn der Charakter-Editor wurde ja vorher schon freigegeben. Wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall gab es ja einige Videos. Ich habe es noch nicht getestet. Der soll richtig geil sein. Und ich überlege noch jetzt gerade, wen ich nehme. Und welche Klasse. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich hätte irgendwie Bock auf ein richtiges Killer-Duo zwischen Kratos und Guts. Also Guts aus Berserk und Kratos natürlich aus God of War. Okay, Freunde, also, hier seht ihr mein Guts. Ich habe das jetzt nach Anleitung gemacht, ich habe das jetzt nicht selber gemacht, ja, also das dazu. Dann würde ich sagen, schließen wir das jetzt hier mal ab. Laufbahn, gucken wir nochmal. Kämpfer stellen sich ihren Feinden im Nahkampf mit Schwert und Schild. Ja, ihre mächtigen Hiebe und Gegenangriffe strecken Feinde mit Leichtigkeit nieder. Laufbahn kann später geändert werden. Ja, okay. Kämpfer, Stimme. Kann man die auch hören? Kann man die... Achso, ja. Nehme die einfach, ist ja egal. Okay, so. Weiter geht's. Abschließen. Name. Guts. Spitzname. Hat er nicht. Alter. Weiß gar nicht, wie alt ist der eigentlich. Ja, kommt drauf an, welchen Zeitpunkt man nimmt, wa? Okay, also ich habe jetzt nochmal geguckt. 24 müsste er jetzt aktuell sein. Das schauen wir nochmal ganz kurz, aber. Ja, das sind ja einfach nur Namen, wa? Ja. Einfach nur Namen. Gut, das lassen wir aus. Let's go. Also. Ja, fertig stellen. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Na cool, ich kann mich sogar jetzt hier umsehen, dass hier... Ah, okay. Ja, Mann. Aber Junge. Nice. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Warte mal eben ganz kurz. Ach nee, warte mal. Das stimmt. Stimmt, das war ja das Ding, wa? Das Spiel ist nur auf 30 Frames, ne? Ich glaube, das war ja das Ding. Stimmt ja, stimmt ja. Deswegen gibt es ja auch gar keine Einstellung, ne? Ja, gut. Naja, gut. Ist halt so, ne? So. Da siehst du schon, was Sache ist, ey, bei dem Typen, ja. Da siehst du schon, was Sache ist, ey. Geil. Ich brauch direkt ein Riesenschwert, ey. 3 Meter Schwert. Got anything to spare? Nein. So, geh mal zur Seite jetzt hier, Mensch. Was denn da? Was hängen da vorne? Das Loch.
two lay about? Get a move on! Ja, ist ja gut, Mensch. Hab ich die Cutscene gestartet oder wart ihr das? Dieser Ort sagt mir nicht zu. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Junge, also was ist denn los mit den Leuten? Du hast mich doch angelabert. So. Ja, also ich sag mal so, die 30 Frames fallen einem natürlich direkt schon auf. Es ist halt schade, weil ich so wie es ist. Ich glaube, zumindest habe ich das so gelesen. Aber wahrscheinlich wegen der allgemeinen Stabilität wollte ich es einfach lieber dann auf 30 Frames behalten. Ja, 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 ja. Time for you to get to work. Kann man das irgendwie einstellen, dass wenn die reden, dass es automatisch weitergeht und ich nicht jeden Satz selber weiterklicken muss? Das wäre eigentlich ganz cool. Hebe einen Felsen auf. You are prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Okay. Laterne anzünden. The vicinity is quite cluttered. Pray leap over aught that poses a hindrance to you. Respekt, ich bin doppelt so breit und dreimal so groß wie die, aber die können hier auch easy tragen anscheinend. Okay, wo soll ich denn hinbringen genau? Hier zu ihm raus? A job well done. Now the next step is to... What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Du hast die Befehle des Aufsehers befolgt. Okay. Sturmattacke. Nice. Die sind aber ganz gut am Kämpfen. Was macht er denn da, ey? Wie das aussieht. Shields offer welcome protection from attacks. Ah, soll er machen, komm! Sehr gut, Leute. Boulders, barrels and the like can make effective weapons for the clever combatant. Greifobjekte, ja. nee, ich werf dich trotzdem. Oh scheiße! Oh scheiße! Kann man den nicht anvisieren, ey, oder was? When delivering target strikes, I would recommend pinning to a gun. Jesus.
So. Au! So, ich versuche jetzt auf den Oberkörper zu klettern. Das Geile ist, was ich jetzt schon gesehen habe, ist, dass man, wenn man so einen Hypogreif später sieht, dass man auf dem, wenn man sich komplett festhält, auf dem fliegen kann bis zu seinem Nest zum Beispiel. Das ist schon richtig geil, ja. Wir haben wohl gewonnen, ja. Are you on hand? Concern it! You ought to flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Creature escaped. Oh, you! Get back here! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let us flee. Das muss man nicht zweimal sagen. Renn um dein Leben, ey. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! It's getting away! Bring it down! Bring it down! Soul. And learn all you can of this world you must protect. Thank you.
Keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Ein Hauch von Freiheit. Naja, einfach so, ja? Einfach so wird's mir helfen. Oh Mann, ey. Der arme Greifmann, er hat mir geholfen. Und einfach abgeschossen. Still, I can hardly believe it. A griffin of all things here. Add to that the recent dragon sighting. It is said that the arrival of the sovereign portends an age of peace, yet only trouble has followed. What does it all mean? Tja. I had thought being in the Border Watch would make for easy work, but the wind's beginning to blow in a fell direction. Where exactly is this jail you say you were? Wow, geiler Ausblick, ja. I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Na, ich weiß nicht, was ich von den Untertiteln halten soll, wie das präsentiert ist, dass es nur über seinen Kopf ist. Ich weiß nicht. Hm. Vor allem so groß übereinander? Ah, keine Ahnung, ja. Fine! Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Nice. Na gut. Oh, hast die Kobolde besiegt? Ja, natürlich habe ich sie besiegt. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Nein, nein, mir macht das nichts aus. Junge, wie das aussieht, ey. Wenn ich das direkt mal mit Rise of the Ronin vergleiche, Junge. Da sind einfach Galaxien dazwischen, ne? Oh Mann, ey. Ja, ja. 300 Gold oder was? Kann man hier auch noch was machen? Ja. Oh Mann, ey, ich werde jetzt schon, also ich weiß jetzt schon, dass es auf jeden Fall immer wieder Einarbeitungszeit braucht, wenn du zwei Spiele dieser Art spielst und beide haben eine komplett andere Steuerung. Ja. Also wie du hier spielst, ist ganz anders als bei Rise of the Ronin. Rise of the Ronin. Das wird auf jeden Fall immer wieder erstmal Zeit brauchen. Ja. Aber wie weiß ich den denn aus, Alter? Einfach laufen los? Komm her, ja. Yeah. Auf dich zu verstecken! Sau, du, ey. Hat er den anderen? Ich wollte gerade sagen, bricht irgendwann das Schild? Yes. Jawohl, jawohl. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word.
Ja. Nee, ich bin kein Fan von den Untertiteln. Da kannst du schnell was verpassen. Deswegen habe ich auf jeden Fall auch die Synchro auf Englisch gestellt. Es gibt nur Englisch und Japanisch. Deutsch leider nicht. Schade, wie im Vorgänger. Ich hätte vielleicht erhofft, dass sie es diesmal doch auf Deutsch machen. Vielleicht erwarten die irgendwie, dass sich das nicht lohnt oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist natürlich schade. Aber Englisch geht ja auch. Junge, bleib doch mal ruhig. Darf ich mich hier nicht umschauen oder was? First the dragon, now a griffin. I pray these omens are not... Bleib doch nicht stehen. Komm einfach mit jetzt. Mensch. Soll ich den auch mal anmeckern oder was? Mann, Mann. Verwelkter Zwerg. Zweig. Verwelkter Zwerg. Ja, vielleicht auch, So, okay, das ist die Map. Holy moly. Holy moly. Hier ist die Ausgrabungsstätte. Oh, wie weit sind wir geflogen? Geil, Mann. Ich wollte aber eigentlich mal gucken, ob wir... Oh Gott, alles klar. Wo ist was? Ach, guck mal, na, okay. Das ist natürlich ganz cool, dass du direkt die Tastenbelegung siehst, wenn du Start drückst. Ja, falls du nochmal kurz gucken musst, was geht ab eigentlich. Ich wollte nochmal einmal ganz kurz gucken. Gegenstände. Aufträge, Ausrüstung. Alles Standard, Status. Hat sich ja automatisch aufgelevelt, wa? Also die Sachen wurden automatisch verteilt. Ja. Spitzname Sia? Was? Hab ich das aus Versehen ausgewählt? Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Gott, oh Gott, Alter. Kann man das wieder wegmachen, was? Ist ja unfassbar schlecht. Was ist das denn, Alter? Das war aber ein Versehen, ne? Das ärgert mich jetzt. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Rift Stone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a Rift Stone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Okay, so. Du wirst nun dein Hauptvasall herbeirufen, den treuen Gefährten, der dich durch dein Abenteuer begleiten wird. Wie soll er aussehen? Versuche dir sein Erscheinungsbild vorzustellen. Du kannst entweder mit einer Voreinstellung beginnen oder deinen Vasallen von Grund auf neu gestalten. Freunde, ich mache mir jetzt Kratos, ja? Also wir hören uns gleich wieder. Ich baue den jetzt schon schön zusammen und dann haben wir das krasseste Tag-Team überhaupt. Wer soll noch krasser sein als wir beiden? So, als Kämpfer. Wen gibt es da krasser? Sag mal. Außer mich vielleicht damals in Bloodborne, wie ich den ersten Gegner mit einer Schelle kaputtgeschlagen habe. Andere sind gestorben, sollten sterben. Aber ich habe den ersten Werwolf mit bloßer Hand kaputtgeschlagen. Vielleicht, ja, das wären wir dann das Trio im Finale, klar, aber... Weißt du was, ich höre auf, Scheiße zu labern und baue den jetzt mal kurz zusammen. Okay, Freunde. So, Kratos ist ready. Jetzt ist natürlich Mensch, ist klar. Körper haben wir alles angestellt. Genau, Laufbahn. Jetzt müssen wir mal schauen, was ich jetzt hier nehme. Kämpfer passt natürlich eigentlich auch. Bogenschütze nicht. Aber hier, vorne. Das würde ich sagen, passt. Diebe, obwohl, ja, also von der Rüstung her. Von der Rüstung her. Und von den Waffen her passt es. Also Dieb natürlich an sich nicht so wirklich so krass, ne? Ja, Laufbahn kann ja später geändert werden. Nehmen wir das.
Wesensart, besonnen, schlicht, passt echt sehr gut. Neugierig und abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichsten Art. Liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen und mag die Herausforderung. Unverblümt und impulsiv, ein Vasall, der sich nicht an Regeln hält. Genießt den Nervenkitzel, greift wilde Feinde mit waghalsigen... Ja. Obwohl, warte, lass kurz gucken. Besonnen passt natürlich gar nicht, rational und strategisch. Kann er auch sein, ja. Kann er, ja, auch da, er kann alles sein. Das ist halt unser Kratos, weißt du, aber ich nehme Kratli nicht. The people here are evacuated. Das passt ja super. For the moment. Oh Gott. The people here are evacuated. Wenn das die Stimmen sind, dann geht das nicht. Dann muss ich irgendwas Krasses machen. Aber das ist doch unverblümt. Und dann hört er sich so, oh ja, ich habe gerade mein Geschäft auf dem Klo gemacht. Ich habe mir sogar den Arsch abgewischt. Das passt ja gar nicht schlicht. Sehen wir hier an. The people here are evacuated and safe. Nun wieder der Effekt einfach drauf ist. Das hört sich ja richtig scheiße an. There are more who can ja, egal, scheiße. Dann nehmen wir doch einfach das. Auch wenn das ist. It seems the rain nehmen wir das einfach. Okay. Kratos. Krankenhaus, ja. Da prügelt er die Leute rein, ne? Das stimmt wohl. So, diesmal gar nicht auf Spitzname gehen. Let's go. Gut, ey, das Erstellen der Charaktere hat bisher länger gedauert, als ich gespielt habe. Ha? Wir uns grüßt, wie süß. Naja, ist da, also sind jetzt nicht... This world is connected to innumerable other realms beyond the rift, which pawns, such as myself, are able to traverse. Gottes Willen, die Stimme passt 0,0, ja. Gott, Alter. Aber die passt doch auch gar nicht zu der Wesensbeschreibung, finde ich, oder? Es muss da irgendwie so eine, weiß nicht, so eine, die nicht so vornehm klingt. Einfach so, weißt du, ich hau die Leute auf den Kopf, so, weißt du, Bud Spencer-Style, so, bam, einfach von oben, einfach mal mit der Faust draufschlagen, weißt du? Und nicht so, My kind is duty-bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in these distant worlds to your benefit. Die Stimme passt gar nicht, 0,0. I myself look forward to traveling alongside you and using my experiences beyond the rift to enrich your adventures. Well, I'll be a pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fine. Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Außenposten der Grenzwache. Okay. Riftsteine. Durch das Berühren eines Riftsteins kannst du zur Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Ja. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the rift stones that we might aid you, Arisen. However,
I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Rift stones are gates that connect this world to a multitude of others. By their power have we crossed into this world, and when our mission is done, by their power shall we return to our own. 'Tis the name given to fate's chosen, those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Very well. May fortune speed you on your way, Arisen. Dankeschön. Okay, Tutorial Logbuch. Ausrüstung. Vasallen Wesensarten. Okay. Ja, Junge, jetzt wirst du aber zugeklatscht, ja. Jetzt wirst du aber zugeklatscht. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Gott, das passt ja gar nicht, die Stimme, die ist ja schrecklich. Aber wo? Wo ist die Kiste? Wo meinst du denn? Also die, ja, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Die ist irgendwie so. Eine Leiter? Ach, da oben meinst du wahrscheinlich, oder? Ah, das Kamera drehen und so. Muss das alles noch so ein bisschen die Geschwindigkeit einstellen, alles. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Du kannst dich nicht auf automatisch gespeicherte Daten verlassen. Okay, super. Das ja selber sagt, man kann sich nicht darauf verlassen. Cool. Das, ja, das schürt Vertrauen auf jeden Fall in eure Speicherfunktion, ja. Okay, regelmäßig ausruhen im Gasthäuser. Okay. Hoi there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, 'tis worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. In Gasthäusern ausruhen. Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer der Gruppe wieder vollständig her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst, je nachdem zu welcher Zeit du aufbrechen musst. Übernachte hier regelmäßig, um Risiken auf weiteren Reisen zu minimieren. You shan't hear me complain about an early repose. Oh Gott, die Stimme ist so scheiße, Alter. Die passt überhaupt gar nicht zum Wesen. Wer hat denn die Stimme ausgewählt? Also wer hat die so vorbereitet für diese, für dieses Wesen? Das, so hört sich doch keiner an, der einfach wild in die Schlacht reinzieht. Oh Gott, das, oh, das ärgert mich so krass gerade irgendwie. Das klingt so beschissen schlecht. Ist, aber deswegen ist es auch irgendwie ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ja, gut. Wir ruhen uns erstmal aus, ey. Ich brauche auch gleich eine Pause. Ey. Oh Gott, gerade aus. Was habe ich dir angetan? Da reiß ich dir lieber die Stimmbänder raus, ey. Das ist besser für uns alle. Kratos, der Allerechte, aufgestiegen. Oh Gott, ey. Begib dich nach Melve. I'd hasten home, were this not my duty. Gereiftes Bestienrippchen. Wie das aussieht, Alter. Ja, was geht?
If your plane arisen in search of preferable treatment, you'll be sorry. Your head is like to roll ere long. Alles klar, Bruder. Du hast gesehen, mit wem ich hier reise. Pack grows overfull. Simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a trice. Okay. Ah, good. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. Spezialisierungen sind Fertigkeiten, die nur von Vasallen erworben werden können. Sie sind nicht unbedingt nur vorteilhaft, da sie den Vasallen erlauben, unabhängig zu agieren, und das kann zu unerwarteten Konsequenzen führen. Doch mit ein wenig Geduld, Planung und gebührender Sorgfalt können sich Spezialisierungen als sehr nützlich erweisen und sind es wert, ausprobiert zu werden. Wenn du möchtest, dass dein Vasall eine Spezialisierung erlernt, wirst du gut daran tun, dich mit Leuten mit verschiedenen Eigenschaften und Tendenzen der Welt um dich herum anzufreunden. Früher oder später werden diese Freundschaften Gelegenheiten bieten, in denen dein Vasall eine Spezialisierung erhalten kann. Ein Vasall kann immer nur eine Spezialisierung haben und dann und das Erlernen einer neuen Spezialisierung ersetzt die alte. Ziehe den Eintrag jeder Spezialisierung zu Rate, um mehr Informationen über ihre Effekte zu erhalten. Okay. Hilfsvasallen. Gut. Das sind die, die man noch dazu holen kann. Während du die Welt erkundest, triffst du bisweilen auf umherstreifende Vasallen. Du kannst mit ihnen reden, damit sie sich als Hilfsvasall deiner Gruppe anschließen. Hilfsvasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du feststellen, dass du im Laufe deines Abenteuers regelmäßig neue Hilfsvasallen anhören musst. Okay. Aber dieses Ausrufezeichen, für was? Wo steht denn das Ausrufezeichen? Geh nochmal auf die Map, ja. Jetzt sehe ich das Ausrufezeichen mal nicht hier auf der Map. Ah, die Chance. Es ist alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ehrlich gesagt. Es ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es ist alles ein bisschen. Hey, yo. You a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way, then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? Thad can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. You've my thanks. And Accardo's as well, I'm sure. Okay, einen vorrangigen Auftrag festlegen. Du kannst aus deinen angenommenen Aufträgen einen auswählen, um ihn zu priorisieren. Wenn das Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf deiner Karte platziert. Falls du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, kann er dich zu deinem Ziel führen. Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an. Es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt. Okay. Okay. Also die melden sich nur, wenn ich das auch als Priorität... Okay, gut. Eine Warnung zum Auftragsverlauf. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Das finde ich cool. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können. Und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche, den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du deine aktuellen Aufträge verwaltest und neu annimmst. We ought not to dawdle when our aid is sorely needed. Ja, okay. Auch das Kistensymbol. Wo? Warum steht da jetzt eine Kiste, ist da oben eine Kiste drin oder was? Ja, der Blitze. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht ein Blitzzauber. Das könnte vielleicht sein. Ja, was ich sagen wollte. Man muss erstmal klarkommen, ey. Du wirst an allen Seiten jetzt voll gelabert, du musst erstmal mit der Steuerung klarkommen, du musst mit der Art von der Präsentation des Spiels klarkommen, wie
das präsentiert wird, wo die Untertitel sind, was ich ja vorhin schon angesprochen habe. Ja, du musst erstmal einfach dir den Überblick verschaffen. Weil, wie man sieht, ist es ja jetzt schon nicht so typisch. Untertitel sind unten zu lesen, du gehst hin, laberst sie an, sondern die kommen einfach zu dir, labern dich voll, bla 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 bla. Da gibt es 50 Tutorial-Anzeigen, die du anklicken kannst oder nicht, oder später. Ja, wie gesagt, musst du erstmal klarkommen. Ne? Okay, lass doch das einfach mal machen. Neue Rekruten sind für Monster leichte Beute. Einen unausgebildeten Soldaten in einem Schwarm von Harpiens zu schicken, war vermutlich nicht die klügste Entscheidung. Eile Arcado zu Hilfe und sorge dafür, dass der Rekrut seine erste Begegnung mit den Harpiens überlebt. Habe ich das gemacht jetzt? Umgebungskarte. Oben. Aber wie mache ich das denn jetzt, dass es... Aufträge. Priorisieren. Ah ja, okay. So. Dann steht auch noch dein Mikro vor den ganzen Anzeigen da unten. Sie ist noch weniger. Follow me, Master, if you would. I'll bring you to the one you seek. The Vanguard is yours. Lead on. Fürchterlich. Fürchterlich, die Stimme. Ist er das schon? Oder ist sie das schon? Vasallenbefehle. Es gibt 4 Befehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anweisen kann. Und ihre Effekte variieren je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden. Wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist, die Reaktion und das Handeln deines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Los! Weist Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Während eines Kampfes befiehlt es Vasallen, über das Schlachtfeld auszuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe beim Ausführen von Aktionen oder die Führung zu einem Ort zu erbitten. Oder um einen Vasallen anzuweisen, eine unterbrochene Führung fortzusetzen. Zu mir! Weist Vasallen an, sich dir zu nähern. Während eines Kampfes befiehlt es, Vasallen an deiner Seite zu kämpfen. Halt! Weist Vasallen an, dort zu bleiben, wo sie sind, bis sie neue Befehle erhalten. Während eines Kampfes weist es Vasallen an, den Angriff abzubrechen und sich darauf zu konzentrieren, dich indirekt zu unterstützen. Hilfe! Weist Vasallen an, Unterstützung, Heilung und Wiederherstellung zu priorisieren. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early gripping gets the worm, as they say. Zum Beispiel, dass du nicht anvisieren kannst. Das ist schon mal eine Sache, die verwirrt mich so extremst, Alter. Darauf musst du erstmal klarkommen, ja. Oder ich bin einfach zu doof, ja. Vielleicht bin ich auch zu doof und sehe die ganze Zeit nicht, dass man anvisieren kann. Was ist denn hier los, Mann? So, jetzt die andere, ja. Jedes Mal, wenn ich das hier mache, den Move hier, zack, dann drücke ich rechten Stick, um anzuvisieren. Aber es geht ja nicht, es geht einfach nicht. Jetzt holt die da mal runter, ey. Wie soll ich die... Gibt es hier irgendwas zu werfen oder was? Ist Kratos jetzt eingepinnt oder was? Kann ich ihn wecken? Schlag zu! Mein Gott, jetzt kommt er da runter, Mensch. Dumme Drecksau, ey. Geht doch, ey. Was ein Krampf, ey. Das war es doch gar nicht, oder was? Okay. You can weather a harpy assault unaided. Shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? Ah, da. Wo ist der Harpy jetzt? Komm her, du Sauer!
Guck mal, auch die Kamera, ey. Ich muss erstmal klarkommen, wie gesagt. Das sieht alles so unbeholfen aus und es ist auch. So ist es halt. Wo ist er denn jetzt? No doubt this triumph will spur us into the next. Okay. Ach, zuerst direkt weggegangen oder was? Direkt abgehauen, ist die Sau. Is that all of them? Yeah, you have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again. No. Should we report back now? Ja, klar. Kann man Schnellreise eigentlich machen? Oder wird das später erst freigeschaltet? Ich weiß gar nicht. Nein, ich glaube, das war ja das Ding, dass es keine Schnellreise gab. Oder erst spät? Ich weiß nicht mehr, wie war das nochmal. Tja, Leute, ganz ruhig, Gatz. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Okay. Ja, nee. Nee. Andy. Von Andy. Nee. Lass mal gut sein. Hey, old friend. Many thanks for aiding Ocado. T'was a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. T'was a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Whoa, 400 EP. Geil. Kratos, Stufe 3. Was bedeutet denn 400 EP? Warte mal eben kurz. Also wie viel braucht man denn für einen Stufenaufstieg? Wo steht denn das? Ah, guck mal hier. Okay, 400 ist dann schon ordentlich, wa? Für die Stufe brauchen wir 650 insgesamt, wenn wir jetzt 400 für den kleinen Ausflug bekommen, das ist schon... dieser Spitzname, ja. Oh Gott. Gott, hier ist gefühlt alles schon schiefgelaufen, ne? Ach, der wird tatsächlich... Er hat einfach Savior. Seer und Savior, Junge, was ist denn jetzt hier los? Ey, wenn ich keinen Spitznamen auswähle, dann will ich auch keinen. Stellt euch vor, Capcom, stellt euch das vor. Wenn ich keinen Spitznamen auswähle, will ich auch keinen. Krank, oder? Heftig. Einfach heftig. Unfassbar. Wahnsinn, wa? Okay. Well. Ja, nicht schlecht. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir nochmal zu der anderen Mission. Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastruns for allies. Okay. I'll be sure to keep that in mind. Okay. Das sieht schon echt cool aus, Mann. Ah, hat schon einen geilen Style, finde ich. Very useful ingredient. Den Stein lässt du liegen, ey. Sehr gut, Leute. Sehr gut. So will ich euch sehen hier.
Direkt nächster Level ab. Koboldhorn. Ist vielleicht ein bisschen schade, dass die... Punkte automatisch verteilt werden auf die Attribute. Ich weiß nicht, ja. Irgendwie schon, Mann. Ich will das doch eigentlich selber verteilen in Rollenspielen, oder? Jetzt mal ernsthaft, das ist doch was Geiles, einfach. Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute, ey? So, warte mal kurz, ich muss einmal noch mal eine Sache machen. Musik nochmal ein Stück leiser. Ja. Okay. Nice. Oh, das ist ein Hinterhalt sein. Oh, oh, Hilfe! Kratos kam mir zu Hilfe, Junge. Geil. Haha, es ist nice, ey. Geil. I have but two words for that performance. Laufbahnrank, was geht jetzt? Our combined might is beyond any fun. Schon wieder ein Level up für ihn. Für den Kratos. Warte mal, wie kann ich mich denn heilen am besten? Ne? Kann man das irgendwie auf Schnelltaste machen? Wahrscheinlich schon, oder? Habe ich überhaupt Heiltränke? Heilmittel? Oder muss ich das hier im Mund nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Fehlen. Heilung, Grundhaltung. Egal. Ah, passt schon so. Wir kriegen es schon irgendwie hin. Wie gesagt, es braucht auf jeden Fall erstmal eine Einarbeitungszeit. Ruhig. Perhaps this will seem of little consequence, but. Without a mage among our ranks, we've no one to heal us in times of need. Mayhap you could dismiss a pawn, not me, naturally, and hire a mage in their place. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, aber wir haben ja noch keinen gesehen. Ne? Aber sag mal, hören die mich hier ab, Alter? Erstmal Mikrofon ausstellen, ne? Die hören mich ab, Junge, wir werden abgehört, überall. Von allen Seiten. Okay, ich würde sagen, hier rüber, oder? Ja. Ja, natürlich. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben ja, warte mal, wo war das? Hier, oder? Da würde ich sagen, dass neben Daniela noch ein Platz ist. Ich glaube, man kann mit 4 Mann durch die Gegend rennen. Ich glaube, das war so. Ja, dementsprechend, wenn wir einen finden, wäre das natürlich eine gute Sache, wa? Weiß gar nicht, die andere, die mich angequatscht hat vorhin, ob das eine war. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Von Mega Man, reis einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam. Belohnung Lazarus Splitter. Auftrag relevantes Wissen. Ah, cool, ja, cool. Na, nee, du bist auch nur ein Kämpfer. Nee. Und auch mehr irgendwie zu teuer, ehrlich gesagt. Wenn ich nur 120 Punkte aktuell habe und dann 30 für so einen. Nee, das muss schon cooler Figur sein. Ein cooler Charakter, würde ich sagen. Ein cooler Figur! Junge, irgendwann werde ich auch mal Deutsch lernen, wer weiß. Das ist ein bisschen, das ist auch, ich glaube, das, ich meine, das war jetzt schon ein, zweimal so, dass ich Leute ansprechen wollte, mit Kreis, aber mit Kreis rennst du auch. Mit Kreis nimmst du aber auch die Sachen auf. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob man die Tastenbelegung ändern kann, vielleicht, nur für diesen einen Knopf. Musst du echt aufpassen, dass du nicht plötzlich hier irgendwie anfängst zu rennen, gerade so an der Klippe, wenn du einfach nur eine Blume aufsammeln willst.
So, das Gebiet würde ich sagen, checken wir nochmal ab. Und wenn ihr jetzt noch am Start seid, Freunde, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare Schwarzer Ritter. Wingard, ja? Einfach mal so. Obwohl eher Schwarzer Schwertkämpfer wäre das bei ihm. Ja, Black Swordsman. Ja. Egal, schreibt einfach, dass ihr noch am Start seid. Und wenn ihr Bock habt, liken, kommentieren. Ne? Dann können wir gerne noch ein bisschen weiter zocken. Die läuft da einfach völlig entspannt rein. Vom Drachenfeuer verwüstet. Das juckt die gar nicht. Die läuft einfach durch die Gegend. Ja, man sieht das Drachenfeuer. Also, dass es hier gewütet hat. Behold the state of the village. It is a sorry sight indeed. The dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through. Pitiable arisen. I've a selection of wares that's sure to please. Dudley. Oh Gott. Was hast du denn, Dudley? Hm. 3000. Oh Gott, ich hab gerade überlegt, den einfach mal mitzunehmen, aber 3000? Das ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ja, was man hier verkaufen sollte, wahrscheinlich eher noch nichts. If you're looking to buy, just say the word. Hope to see you again. Ja, ja, ja. Ich hoffe nicht. Zu einem Nickerchen würde ich nicht nein sagen, ja. Ich ehrlich gesagt gerade auch nicht. Die Reise ist schon viel zu lang, ja. But it doth not release thee from thy fate. Okay. Okay. Das ist geil, Mann. Klette rauf. Smaug. Nein, nicht da hinten wieder auf der anderen Seite wieder runter. Was machst du denn? Pediküre hier erstmal. Ja, was geht? Ich bin erweckt. Das war's schon. Der Blick von dem Drachen.
Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. It was terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you hung on and, by some miracle, survived. Arisen, I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermund, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Lennet was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Okay, Ross von Ulrike. What a week of searching never could. Whom shall we speak with first? Tja. Okay, Freunde, dann ich habe jetzt ganz kurz gespeichert. Jetzt überlege ich. Ach, was, wisst ihr was? Wir können ja noch mal ganz kurz mit ihm quatschen. Ne? Have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. 'Twill be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Mich volllabern und anbetteln vielleicht oder was versuchst du da? Oh Mann. What? You'd do that? You'd get the medicine for me. Suppose there's no harm in that. If you're really sure. Oh sir, I'd be most grateful. Also ich muss ja mal sagen, die Umgebung und so und die allgemeine Optik ist nice, aber die Gesichtsanimation und die Mundbewegung schrecklich, also gar nicht so auf dem Resident Evil Level, Resident Evil schon allgemein Capcom Level. Das ist schon, die sieht sehr creepy aus. Besorg mir die Medizin, und wenn ich die Medizin habe, steche ich dich ab. So sieht die bisschen aus, ehrlich gesagt, wie Jokers Tochter. Seems my luck's not as rotten as I thought.
I'll wait right here for your return, Sir. And many thanks for your kindness. Ja, aber wie wär's, wenn du dich trotzdem weiterhin selber drum kümmerst, weißt du? Und dich nicht nur auf andere verlässt, aber egal. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst im Inventar des Erweckten oder dem der Vasallen entnommen werden sollen. We could make the fruit robberant ourselves, or simply purchase some at Rune's Apothecary here in Melv. Die Stimme ist grauenhaft. Alleine deswegen schon am Überlegen, einfach neu zu starten. Das komplette Spiel. Das ist so. Die Stimme passt eh überhaupt nicht. Und sie ist an sich auch. Also, die passt überhaupt gar nicht dazu. Gott, oh Gott, das regt mich voll auf. Aber ich wollte halt diesen Typen von der Gesinnung her. Aber die Stimmen waren halt nur zu auswählen. Das war schon die tiefste, aber die. Also wie gesagt, die klingt eher so vornehm, weißt du? Wie so ein Sesselfurzer. Und nicht wie so ein Draufgänger. Naja. Gut, was soll man machen? Well, Matt, you're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here. Consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Tis a vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense, and can adapt to any situation. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. Tis a vocation for those who seek to master the mystical arts, magic. Mages can cast a wide array of offensive spells and aid their allies with magical support. However, the more powerful the spell, the longer one must spend incanting it. Thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. It is a vocation for those who seek to master the dagger. Such blades lack heft, though this grants them the advantage of speed. Thieves favor light armor, which leaves them more vulnerable to attacks than those of other vocations. Their talents depend upon their finesse and ability to compensate for the length of their blade through sheer agility. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over time. Try them as you like. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. Okay, die Meisterlehre. Die Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinen Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahn Rang hoch genug ist. Ah, okay. Okay. Das hört sich aber cool an. Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see. That I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? 1500! Alter Schwede. Laufbahngilden. Alle Arten von Laufbahnprozeduren können in der Gildenhalle einer Laufbahngilde
vorgenommen werden. Laufbahn ändern. Hast du eine Laufbahn freigeschaltet, kannst du jederzeit zu ihr wechseln. Laufbahnen freischalten erfordert Disziplin, die gesammelt wird, indem du Gegner und Aufträge erledigst. Fertigkeiten. Jede Laufbahn trainiert unterschiedliche Fertigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten lernen, wenn dein Rang innerhalb deiner Laufbahn ansteigt. Fertigkeiten zu lernen erfordert Disziplin. Kernfertigkeiten sind von dem Moment an, in dem sie erworben werden, einsetzbar. Aber Waffenfertigkeiten müssen ausgerüstet werden, bevor sie benutzt werden können. Dies sind spezielle Fertigkeiten, die unabhängig von deiner derzeitigen Laufbahn ausgerüstet werden können. Fähigkeiten werden mit Hilfe von Disziplin erhalten und sind von dem Moment an aktiv, indem du sie ausgerüstet hast. Indem sie ausgerüstet werden. Okay, ich habe meinen eigenen Satz gebildet einfach. Du kannst bis zu 6 Fähigkeiten auf einmal ausrüsten. Je höher dein Laufbahnrang, umso mehr Fähigkeiten sind verfügbar. Okay. Explosion. Das habe ich doch, oder? Das habe ich ja jetzt schon. Das ist geil. Schildschlag. Auch geil. Schildruf? Ich hole mir die Beine. Und den auch. Ah, sehr geil. Okay, das sind die Waffenfertigkeiten. Dann haben wir Kernfähigkeiten. Ach, scheiße. Ja gut, haben wir noch nicht Laufbahnen. Oh, wie das aussieht, Alter. Fähigkeiten. Beharrlichkeit. Erhöht deine physische Verteidigung. 300 DP. Ja gut, okay, alles klar. Entzündete Klinge. Oh. Schattenmantel. Ah, nee. Hier nehmen wir das. Scharlachroter Kuss. Ah. Das setzt er denn alleine ein, ja? Oder was? Na gut. Wird schon schief gehen, ja? Okay. In my line of business, patience is key. Alles klar. Come again. Okay. Das ist geil, Mann. Das ist geil, dass du später dann hin und her wechseln kannst, wie du Bock hast und noch mehr freischaltest. Also. Ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist. Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich ist schon bekannt, was du später dann noch für weitere Laufbahnen freischaltest, oder? Denke ich schon. Was war denn das? Ich glaube, das haben die doch sogar vorgestellt. Ich weiß nicht, aber erstmal Krieger machen, ne? What say we gather some information? Sprich mit Gregor. Wo ist denn der Gregor? Auch die ganzen Symbole auf der Map, weißt du, dass wir auch erstmal checken, was das alles bedeutet und so. Auch das dauert natürlich erstmal. So, okay, jetzt. Ich wollte eigentlich gerade eben aufhören, jetzt mache ich doch schon wieder weiter. Und der Part ist schon wieder so lange, Mann. Verdammt, ja. Was macht Laune gerade? Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Good. Then let us be on our way. Ja, brechen wir erstmal auf, einfach. Das war ein harter Tag. Mensch, ich wollte eigentlich aufhören. Verdammt, ja. Pass auf, da sind Kobolde! Ja, der ist geil, oder der Move? Schildschlag auch nice. Ah, das ist nice, Mann. Ach, er hat seine Truppe auch mitgebracht. Ah, okay, nice. You'll not live to regret this. Cool wäre es auch, wenn du noch ein bisschen deutlicher sehen würdest aus der Distanz, ob jemand was zum Looten hat oder nicht. Ja? Ingredients are plentiful hereabouts.
I say, na, guck mal hier, bei dem. Er leuchtet so leicht, seht ihr das? Er leuchtet zwar leicht, aber wie gesagt, wenn es noch ein bisschen deutlicher wäre, das wäre eigentlich ganz geil. Aber vielleicht kann man das sogar einstellen. Ich habe mich jetzt noch nicht komplett umgesehen im Menü. Das kann man vielleicht sogar einstellen, dass es noch ein bisschen deutlicher hervorgehoben wird. Oftmals gibt es ja so die letzten Jahre bei vielen Spielen, dass du noch mehr so Sachen einstellen kannst, weißt du? Sag mal, steh mal auf! Gatz! Du Sackratte da oben, ey. Ich komm dir da hin, ey. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das war jetzt so das Ding, was halt natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Wenn du entgegen der Kamera schlägst, weißt du? Da ist ja die komplette Übersicht weg. Weg, einfach weg. Und das sind so Sachen, das braucht, glaube ich, denke ich, einfach mal ein bisschen Zeit, dass du besser dich positionierst. Natürlich kann die Kamera vielleicht auch ein Ticken mehr mithelfen, so, das wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt. So würde ich jetzt spontan sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, Kiste nehmen wir natürlich mit. Zum Beispiel da, was ist das für ein Symbol, ey? Was ist das hier? Sind irgendwelche Mineralien oder was? Oder was ist das hier? Hier. Oh mein Gott! Ich bin einfach tot. Ich bin einfach tot! Ich bin geflogen! Ich bin geflogen! Mann, ey, warum hebt ihr denn so ab, ey? Ach, tja. Passiert, wa? Wo werden wir jetzt hier rausgeschmissen? Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier, perfekt. Okay, nice. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Was war das für ein Symbol, ey? Das sah so aus, als wenn du vielleicht da irgendwie Erze oder so sammeln konntest, weißt du? Vielleicht. I say, we collect as much as we can carry. The Arisen is the lawful ruler of Vermin. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. Best hope you're not one of them. Regardless, you would do well not to invite my mistrust on our journey. Okay, bist du fertig mit labern? Wir werden angegriffen, ne? Jetzt hat man schon wieder das Symbol, aber diesmal da oben, ey. Sag mal, habt ihr keine vier Bogenschütze oder was? Sehr gut, Kratos! Das passt zu dir, Junge, die flammbaren Flammenschwerter. What the? Ich dachte schon, ich bin abgestürzt. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. As they say. Oh Gott, die Stimme, Mann, ey. Ich reiß ihm die Stimmbänder raus. Ohne Witz, das ist wirklich besser für uns alle, ey. Manches machen wir, ey. Hallo, Daniela, schlag doch mal zu, während er hier Verteidigung, Verstärkung ruft oder so. Ich kann froh sein, dass sie überhaupt mitgekommen ist, weißt du, aber nur weil sie kostenlos war, Junge. Das sagt schon einiges über dich aus. Ich möchte nichts dazu weiter sagen, weil ansonsten wäre das vielleicht ein bisschen gemein, weißt du? Aber es ist halt nur die Wahrheit. Sie ist kostenlos gewesen. No compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. No doubt, this triumph. Okay, Gegenstände. Das muss doch auch irgendwie eine andere... Na, scheiße, ich hätte eigentlich für sie kombinieren können, oder? Was sie vorhin meinten. Das muss doch auch irgendwie eine Möglichkeit geben, besser sich und schneller sich zu heilen, oder? Burr us into the next. If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a trice. Let us work ja, together komm mit. To honor the Arisen's trust. Was ist ein geiler Friese, Mann. Okay, Vasallenabzeichen.
Vasallen erhalten Abzeichen als Zeichen ihres gesammelten Wissens und ihrer Kompetenz. Ob für ihre Kampffertigkeiten oder Erkundungserfahrung. Vasallen mit Abzeichen sind nützlicher für den Erwecken in Wort und in Tat. Monsterabzeichen werden Vasallen verliehen, die eine gewisse Anzahl von Monstern von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasallen sind so bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass sie die beste Art, sie zu besiegen, kennen und dem Erweckten nützlichen Rat anbieten. Feldabzeichen werden an Vasallen vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in der besagten Region auf einen Abenteuer begibst, wird der Vasall in seinem Wissen über die Gegend. Das könnt ihr selber lesen. Vasallenaufträge. Das ist schon wieder viel hier zu lesen. Warte mal. Vasallenaufträge sind Aufgaben, die dein Hauptvasall jenseits des Rifts erfüllt. Du legst die Aufgabe fest und eine Belohnung für den Erweckten, der deinen Hauptvasall anheuert, die er bei Abschluss der Aufgabe erhält. Vasallenaufträge bieten gute Gelegenheiten, Gegenstände und Vasallenabzeichen zu erhalten. Daher solltest du dich bemühen, dass dein Vasallen möglichst oft angeheuert wird. Okay, und wie mache ich das? Wenn du eine Belohnung für den angeheuerten Erweckten festlegst, kannst du entweder bestimmte Gegenstände oder eine Goldsumme benennen. Gegenstände werden von deinem Inventar entfernt. Gold wird von deinem Vermögen abgezogen. Außerdem kannst du mit anderen Erweckten handeln, indem du die Beschaffung von Gegenständen, die du haben möchtest, als Ziel des Vasallenauftrags festlegst. Ah, cool. So, komm mit jetzt. Es ist hier schon wieder so ein Ausrufezeichen. Was bedeutet das denn alles, Mensch? I can attack at a moment's notice, Master. I expect you'll be wanting my assistance. Keine Ahnung, was das alles bedeutet, ne? Ich weiß nicht. Sind wir hier richtig? Oder müssen wir hier links ins Lager? Gregor, jetzt sag doch mal an, ey! Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Ja, mach mal. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An Arisen, by all appearances. An Arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. Okay, aber was ist das hier für ein Lager? Ah, a material. Useful things, these. A different combination. Ach, warte, das ist das Lager von... Result in different creations. Warte schon, oder? Oder ist es doch das Lager vom Anfang? Hallo! Na, guckt immer so, auch irgendwie so traurig hier rüber. Wir sind so fern voneinander. Doch, das ist doch das Lager. Doch, das ist das Lager. Ah, okay. Ja, überall ein Nickerchen machen. Ja, warum nicht? An ox cart was meant to meet us, yet tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Okay. I'll harvest what I can, should it please you. So, eine Hartknolle. Herr der Blitze. Ist schon cool, ey. Ist schon ganz nice bisher. Macht schon. You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye?
Macht schon einen guten Eindruck bisher, das Game. Lager aufschlagen. Falls er Erweckte eine Lagerausstattung zur Hand hat, kann er sein Zelt bei den Überresten eines Lagerfeuers in der Wildnis aufschlagen. Wie bei einem Gasthaus stellt das Ausruhen in einem Lager die Gesundheit, Ausdauer und Verlustleiste der Gruppe wieder her. Abenteurer, die selten in die Stadt zurückkehren, sollten eine Lagerausstattung im Gepäck haben, damit die Erschöpfung sie nicht überwältigt. Ein Lager aufzuschlagen bietet auch die Gelegenheit, Fleisch zu grillen, das bei Verzehr bestimmte Werte erhöht. Je besser die Qualität des Fleisches, desto größer der Anstieg, den du erwarten kannst. Bevor du ein Lager aufschlägst, wäre es klug, alle Gegner in der Nähe zu eliminieren, falls... es nicht zu tun erhöht, nur die Chance auf einen Hinterhalt, während deine Gruppe am verwundbarsten ist. Fertigkeit ausstatten ohne lange... Ja, machen wir einfach mal. Zeit fürs Zelt, so sieht's aus. Aber Fleisch haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Können wir irgendwas kochen? Fauliges Bestienrippchen. Plus Stärke, plus Abwehr. Ja, mach das einfach mal. Boah, ey, das können die ohne Scheiß. Ich wollte es gerade sagen, oder? Junge! Das ist doch real. Das ist doch eine echte Aufnahme, oder? Nur, dass sie ja irgendwelche Filter draufgelegt haben? Das ist doch, alter Schwede. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Ja. Okay. Gut. So, warte. Ja, wir sind so ein Koloss, ey. Und sitzen aber neben Kratos. Und sind trotzdem krasser. Unfassbar, ja. Ja, bis morgen. Gut, ich würde aber sagen, ich nutze jetzt hier die Gelegenheit, denn doch jetzt langsam aufzuhören. Eigentlich wollte ich schon vor 20, 30 Minuten aufhören. Folge ist auf jeden Fall lang genug. So sieht's aus. Ja. Oh, da vorne ist eine Kiste. Warte mal, die nehme ich mir einmal ganz kurz, bevor ich es vergesse. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh, was ist das denn? Sei vorsichtig am Rande des Wassers. Die Laken lauern in tiefen Gewässern, Flüssen, Seen und dem Meer und verschlingen augenblicklich alles und jeden, der in ihre Mitte wartet. Falls dieses Schicksal den Erweckten eilt, wird er sofort wiederbelebt, doch er ist die Ausnahme. Vasallen sind verloren und andere Lebewesen finden einen sofortigen nassen Tod. Ach du Scheiße! Schwächungen sind negative Status mit Effekten, wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbaren machen für bestimmte Art von Angriffen. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auch Feinden zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächen zu Rate. Ach du Scheiße, ich muss hier raus. Raus, Kratos! Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Scheiß drin, ja. Ah, diese scheiß Fische, oder was ist damit gemeint? Schnell! Lazarussteine? Was ist das denn jetzt? Lazarussteine sind spezielle Gegenstände, die nur von dem Erweckten eingesetzt werden können. Sie haben die Macht, Gefallene wieder zum Leben zu erwecken und können genutzt werden, um den Erweckten oder jemand anderen seiner Wahl wieder zu... Oh, das hat sich gelohnt, ja. Ohne Scheiß, das hat sich gelohnt, oder? Kratos! Pass auf, ey. So, okay. Heilige Scheiße, Mann. Vorne, was ich sagen wollte. Ich nutze jetzt hier die Gelegenheit, hier Schluss zu machen. Wenn ihr Bock habt auf mehr, unbedingt liken, kommentieren. Mir Zeichen geben, mir sagen, ja, Mann, ich hab Bock auf mehr, sieht cool aus und so. Wenn ihr selber zockt, lasst mich das gerne mal wissen, welche Klasse ihr ausgewählt habt, was eure Erfahrungen bisher sind und so, wie es euch gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns vielleicht in Dragon's Dogma nochmal oder halt irgendwo anders. Vorne. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein und tschüss.